Willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute der Unboxing meiner Pinkbox für den Monat August. Ich bin schon sehr gespannt, was da drin ist. Und ich habe schon den Karton aufgemacht, dass ich nur noch nach der Box greifen musste. Und da war ein Shopping Lifestyle Guide mit drin. Und das Barbara Magazin diesmal machen oder nicht als Überschrift. Das werde ich mir dann auch noch zu Gemüte führen. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Pinkbox. Die ist wieder ganz normal pink. Und diesen Satz darf man nie vergessen. Na, denkt immer daran. Und jetzt machen wir das auf. Oh, schön. Da ist so ein schönes Herz mit drauf. Das gefällt mir. Das ist die Edition. Das ist die Tutti Frutti Edition. Und in jeder, ich glaube in der 100. Pink oder in 100 Pinkboxen versteckt sich ein Pink-Ticket. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ob das da drin ist. Ja, dann haben wir hier drei Kärtchen. Einmal ein Filetur, da ist eine Banane mit Blüte drauf. Dann sei wie eine Ananas, stehe aufrecht, trage eine Krone und sei innen ganz süß. Ist ja auch niedlich. Und Your Own Inner Melon. Auch nicht schlecht mit einer Wassermelone. Sehr süße Kärtchen. Richtig niedlich. Süß. So, dann greifen wir schon mal zum ersten Produkt. Und zwar von Bilou. Ein Duschschaum, jetzt juckt es mich. Und zwar Lovely Peach. Genau, in der Duftrichtung Lovely Peach. Mm. Oh ja, das riecht wie so ein richtiger Pfirsich-Eistee. Boah, mega geil. Das passt jetzt richtig in die Jahreszeit. Finde ich supi. Ich mag ja die Duschschäume von Bilou gerne, aber nicht jeden Duft. Wenn es zu süß ist oder zu zuckrig, dann finde ich das immer so ein bisschen. Das kriegt dann meistens meine Nichte, weil die steht auf diese Bilou-Schäume und auf diese süßen Düfte. Aber das ist sehr schön fruchtig und das werde ich testen unter der Dusche. Mal gucken, ob es mir gefällt. Wenn nicht, dann wird sie das kriegen. Aber wenn es mir gefällt, dann wird es bleiben. Ich werde auf jeden Fall berichten. Dann von, oh Gott, das ist alles so schwarz von diesen zerfliedischen Dingenskirchen. Und zwar von Bella Pierre Cosmetics eine Peach Blossom Eyeshadow Palette. Oh Gott, ist die süß. Guckt euch die an. Voll niedlich. Oh nee, süß. Guckt euch mal die Tönchen an. Oh, richtig frühlingsfrisch. Mal swatchen. Oh ja. Oh ja, richtig schöne Pfirsich-Peach-Töne. Richtig nice. Aber natürlich muss man das mit einem anderen noch kombinieren. Aber das geht auf alle Fälle. Ein bisschen braun, Bronze, das geht auf alle Fälle klar. Sehr schön. Auch sehr gut pigmentiert. Und richtig süß. Kann man auch auf Reisen mitnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Oh, das ist gestrüppt. Das muss ich mal kurz entfernen, weil das nervt. So, dann haben wir hier nochmal einen Eyeshadow und zwar von Trended Up 2-1 Eyeshadow in der Farbe 020 von Trended Up. Das ist der hier. Das ist so ein schönes Champagner. Braun und braun, würde ich sagen. Ja, auch sehr schön pigmentiert. Ich finde, es ist ein schimmernd, aber es ist nicht zu glitzerig, finde ich. Es geht noch. Es ist schön. Es ist auch gut pigmentiert. Vielleicht könnte man diesen hellen Ton, gerade diesen da, auch als Highlighter verwenden. Mal gucken. Aber gefällt mir. Auch die Farbe ist schön. Ja.
zwar jetzt halt dieser Braunton nicht ganz matt, der ist ein bisschen metallisch, wäre vielleicht für die Lidfalte eher nix, aber für das bewegliche Lid ist es auf jeden Fall sehr gut. Dann von, was ist das denn? Von Lirac Labortiers Lirac Paris, ein Hydrating Matte Moisturizing Creme Gel. Okay, das sieht so aus. Interessant. Das ist wahrscheinlich fürs Gesicht, denke ich. Yep. Das ist so ein Anti-Aging, eine Anti-Aging Gel Creme. Okay. Ich denke mal, das ist eine Probiergröße, denke ich. So was Kleines zum Austesten. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht kann man da mal den Duft. Sehr angenehm. Sehr frisch. Ja, hat einen angenehmen Duft. Bin ich gespannt. Auf jeden Fall. Werde ich testen. Werde ich dann wahrscheinlich als Serum, als Cremeunterlage verwenden für Sonnenschutz und Döns, aber das hört sich auf jeden Fall gut an. Bin ich gespannt. Dann von Be Natural ein Lip Balm in der Geruchsrichtung Strawberry. Da hatte ich ja schon mal einen in der Pink Box. Den habe ich sogar noch. Den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Also von Be Natural Lippenbalsam kann man ja immer gebrauchen. Sommer wie Winter, weil man hat ja eh so trockene Lippen von der Sonne, dann von der Kälte. Ach, ihr kennt es ja. Und deswegen freue ich mich darüber, dass ich so einen Lippenbalsam drin hatte. Und Erdbeergeruchsrichtung Erdbeer ist ja nicht schlecht. So, dann was zum Schnabulieren. Und zwar von Kellogg. Ein Raw Fruits, Nuts and Oats, Apple, Pumpkin, Seed, glutenfrei, vegan, kein Zucker. So eine Art ja, Müsli-Riegel, Fruchtriegel kann man das bezeichnen. Da sind drin 4 Stück. Genau. Mit Apfel. Genau, mit Apfel. Raw Fruits. Apples and Pumpkin Seeds. Okay. Da bin ich gespannt. Also es ist ein Riegel mit Erdnüssen, Rosinen, Äpfel und Kürbiskernen ohne zugesetzten Zucker. Enthält von Natur aus Zucker. Also das machen wahrscheinlich dann die Rosinen und der Apfel. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich werde definitiv spätestens im Aufgebraucht-Video berichten, wie es geschmeckt hat. Ich mag ja so Riegel. Und dass die noch vegan sind und glutenfrei und noch keinen Zucker enthalten, ist ja mega cool. Finde ich cool. Ja, ein buntes Pink-Ticket habe ich leider nicht gefunden. Also gehen wir davon aus, dass auch keins drin war. Hatte ich kein Glück. Tja, das ist leider keins drin. Oder ich bin blind. Aber ich glaube, da war nichts. Falls ich es noch finden sollte. Nein, da ist auch nicht drin. Ja gut, dann war es halt nicht drin. Macht nichts. So, dann gucken wir noch mal ins Heftchen rein, was die einzelnen Sachen gekostet hätten, wenn man die jetzt halt so gekauft hätte. Von Belud, dieser Duschschaum Lovely Peach ist eine Originalgröße von 200 Millilitern. Enthält Mandeln, Avocadoöl sowie Aloe Vera und duftet wie gesagt nach Pfirsich. Würde 3,95 Euro kosten, wenn man es so kauft. Genau. Das war schon mal dieses. Dann der Be Natural Lippenbalm, genau. Genau, Be Natural Lippenbalm, tierversuchsfrei, 100% natürliche Inhaltsstoffe mit pflegendem Bienenwachs, Vitamin E, ätherischen Ölen und so weiter. Ein Stück würde 2,99 Euro kosten. Genau, da hätte ich noch den anderen gekriegt, diesen Key Lime. Ja, noch. Ich habe den Strawberry. Genau, dann von Trended Up habe ich ja diesen diesen 2-1 Eyeshadow. Genau. Drin wäre da noch gewesen für die Lippen noch sowas. 2 Produkte.
Genau, einen Lip, ein Lip Oil und ein Lip Tint, genau. Ich habe aber diesen Eyeshadow und der Eyeshadow würde einzeln, also wenn man den so 1,95, genau, würde der kosten. Und ich habe ja diese braune Farbe, da hätte es noch so eine Farbe gegeben. Also eine, halt diese hier. Wäre auch schön gewesen, ja. Aber wie gesagt, war halt das. Dann habe ich ja diese Probiergröße von diesem High Grain Scale Cream gehabt. Das, so würde die Originalgröße aussehen. Und das ist hier 10 ml. Die Originalgröße hätte 15 und würde 12 Euro kosten. Okay, das ist krass. Wenn man bedenkt, es wären dann jetzt hier 5 ml mehr für 12 Euro. Das ist einfach, das ist echt ein stolzer Preis. Wahnsinn. Dann die Eyeshadow Palette Peach Blossom von Bella Pierre. Das sind drei schimmernde und eine matte Nuance. Genau. Was eben an dieses Pfirsich-Thema angelehnt ist. Würde 28,99 Euro kosten. Ist auch teuer für so ein kleines Teil. Ja, das ist teuer. Definitiv. Genau. So, dann zum Schluss habe ich noch dieses Kellogg's, diese Raw Fruits Riegel. Das ist so ein Multipack, 4x 30 Gramm. Kostet 2,79 Euro. Ja, diese veganen, glutenfreien Dinger, das kostet immer mehr. Aber das habe ich nicht anders erwartet eigentlich. Ich bin jedenfalls gespannt, wie die schmecken. Ja, und die Postkarten waren dann noch so drin. Das war nur noch so ein kleines Goodie. Und das hätte ich gekriegt, wenn ich das Pink Ticket gefunden hätte. Hätte ich einen Marc Jacobs Parfum in der Duftrichtung Daisy bekommen. Ja. Aber das macht nichts. Ich habe den Duft hier. Ich habe den von Larisé als Dupe-Duft. Und ich finde, es riecht einfach gut. Das ist so eine Mischung aus Erdbeer, spritziger Grapefruit, Jasmin, Vanille und süßen Veilchen. Das riecht einfach nur genial. Und daher bin ich jetzt eigentlich nicht so arg traurig, weil ja, ich habe es ja als Tube. Und, aber ich kann den Duft auf jeden Fall empfehlen, der ist echt gut. So, das war die Pink Box Tutti Frutti. Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt das Pink Ticket nicht hatte, aber Scheiße drauf, ne? Also ich bin zufrieden mit den Sachen, die da drin sind. Finde ich gut. Ich kann mit allem was anfangen. Das werde ich gleich mal probieren. Das finde ich gut. Ja, also die Box ist echt gelungen. Mir gefällt die ganz gut. Was sagt ihr?